20, Säcke Zement. Wo steht das Fahrzeug? Hier. Dieser Mann heißt Ralf Keul, ist ein berühmter Schauspieler und Komiker und neuerdings ein umsichtiger Bauherr. Wir sehen ihn beim Transport von 20 Zentnern Zement. Schrott. Sie scherzen. An Ihrer Stelle würde ich ihn gleich hier verschrotten lassen. Nee, aber erst schieben wir ihn mal an die Seite. Nun, es gibt natürlich kleine Probleme. Ein zweites Fahrzeug des weiteren Bauherrn, auch Baulöwe genannt, fällt soeben aus. Oder ab. Gelegenheit, einige Namen zu nennen. In der Titelrolle spielt Rolf Herricht, Anne-Kathrin Bürger ist seine Frau. Weiter mit von der Partie Herbert Köfer, Agnes Kraus, Franziska Trögener, Peter Dommisch, Edwin Marian, Hanjo Hasse und viele andere in einer DEFA-Komödie, die zündet. Regale Keul zu Tiefbauarbeiten angetreten! Also gebuddelt wird erst nach Erteilung der Baufreiheit. Das ist Männersache, euch will ich hier nicht sehen. Oh, Baufreiheit, was ist denn das? Keine Ahnung, das erste Foto der Chronik unseres Baus. Ihr Fundament ist falsch ausgehoben. Es muss 3 Meter nach dort. Der Nacktbadestrand ist für nichts gut, Kinder. Sagen Sie, ob das eventuell bis zum Herbst Zeit hat? Dann sind wir nämlich wieder hier. Wäre mir sogar sehr recht. Unser Held scheut für seinen Sommerhausbau an der Ostsee nicht den Einsatz seiner ganzen Person. Was aber als nackte Tatsache erscheint, ist natürlich eine solche nicht. Hier geht es ausschließlich um die Beschaffung kostbarer Baustoffe durch eifrige Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Aber das machen Sie erstmal einer misstrauischen Ehefrau klar. Der Scheidungsgrund auf Glanzpapier. Mit großer Sachkenntnis stürzt sich unser Held ins weitere Baugeschehen. Spitzenkräfte unterstützen den Innenausbau. Alles zu soliden, gediegenen Preisen. Gut. Kommen wir mal zu den Finanzen. Wie viel? Ah ja. Im Ernst? So sind die Preise, Chef. Ralfi, wir sind pleite. Und eines Tages steht das Häuschen da. Schilfgedeckt, wohl verfugt. Also brandneu. Herr Intendant! Herr Keul! Dies wird zugleich Ihre letzte Vorstellung an diesem Theater gewesen sein. Die Sicherheitsrisiko. Kommst du mal nicht vom Fleckchen, fällst auf die Hinterbäckchen, dann hau nicht gleich ins Säckchen. Niemals! Mit einer tollen Finte ziehst du dich aus der Tinte